Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 2. Im letzten Part haben wir hier die gute Angela wieder getroffen, die wir schon vom Friedhof kannten, und haben ihr ein Messer abgenommen, weil sie Selbstmord begehen wollte, was wir ihr zum Glück aber ausreden konnten. Und ich habe übrigens die Musik auch schon wieder angeschaltet. Jetzt sollte sie wieder laufen. Ja, sie läuft. Hallo Monster. Willst du was? Dann komm doch her. Komm her. Geht doch. Okay. Au. 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 Ja, hier. Hier ist ja gar nichts. Aber ich glaube, wir können dann jetzt das Rätsel lösen, welches sich nochmal in welchem Raum befand? Obwohl, ich glaube, das war ja auch in 105, ne? Da müsste es schon das nächste Zimmer sein. Bitte, Käfer, lass mich in Ruhe. Dankeschön. Sind wir inzwischen jetzt irgendwie schwerer verletzt oder sowas? Weil ich möchte ja nicht, dass James leidet. Wie viel Heilung haben wir denn eigentlich? Ja, geht so, ne? Sind ganz gut eigentlich dabei, möchte ich mal meinen, aber naja. Warte mal, wir können uns mal eben die Münze des Häftlings angucken. Große Münze, die einen Häftling zeigt. Ich fand sie im westlichen Apartmenthaus. Alter Mann und Schlange. Große Münze, die eine Schlange zeigt. Ich fand sie im leeren Schwimmbad. Große Münze, die das Gesicht eines alten Mannes zeigt. Ich fand sie. Ja. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ist Häftling wirklich die Frau? Ich bin sicher, dass wir noch eine Münze fanden mit. Die Frau oder alte Frau oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ja, okay, James, halt dich mal eben. Ich kann das ja nicht mit ansehen, wie das hier am Blinken ist. Ich weiß es echt nicht. Aber andererseits, wo sollten wir noch hin, frage ich mich, ne? Warte mal, wo könnten wir denn noch hin? Mal eben kurz nochmal auf die Karte gucken. Also, wir sind jetzt hier und haben hier definitiv alles abgegrast. Also, die Münze mit dem Häftling habe ich ja bei Angela gefunden. Okay. Mal sehen. Ja, das wollte ich nicht. Andere Richtung vielleicht? Ne, da komme ich auch wieder dahin. Da muss ich ja nach oben. Wo war ich denn noch nicht, frage ich mich. Ich meine, hier habe ich ja eigentlich auch schon alles abgegrast. Ja, ich muss noch nach 209. Stimmt. Aber ich habe ja auch noch nicht den Schlüssel bei Onkel David abgeholt, sage ich mal. Da konnte ich ja auch nicht hin, aber warte mal. Klar, hier vom Treppenhaus aus müsste ich ja dahin kommen. Okay, also ich kann anscheinend das Rätsel noch nicht lösen. Jedenfalls denke ich das mal. Gehen wir mal nach oben. Ja, hier. Mal schauen. Müsste ja eigentlich oben sein, ne? Obwohl von oben kommen wir ja andererseits. Stimmt, die dritte Etage ging doch gar nicht, oder? Hier haben wir die Karte gefunden. Und hier ist ja zu. Ja, scheiße. Und jetzt? Oh, jetzt bin ich tatsächlich kurz verwirrt. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Haben wir denn wirklich keinen Schlüssel? Ich meine, wir müssen ja irgendwie weiterkommen. Das ist ein ganz klarer Fall, ne? Achso, das ist ja nur der Brief von Mary. Oder ist der Häftling doch die Frau? Oder kann ich mir nicht vorstellen, irgendwie. Sonst muss ich das gleich mal nachgoogeln. Ich kann es mir irgendwie aber auch nicht vorstellen. Ja, den Schlüssel da zum Treppenhaus habe ich ja auch noch nicht. Das ist ja klar. Und hier bin ich reingekommen in das andere Gebäude. Okay. Warte mal. Ach nee. Ist okay.
Nein, ich wollte was anderes gucken, nochmal nach oben. Wie komme ich denn in die dritte Etage mal am besten? Obwohl, ich komme so echt noch gar nicht dahin. Vielleicht ist der Häftling doch die Frau. Ich muss versuchen, das Rätsel zu lösen. Scheiße. Weil so an sich komme ich jetzt einfach nicht nach oben in die dritte Etage. Das geht ja nicht. Das geht doch nicht. Ich muss es versuchen. Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass wir noch eine Münze mit der... Oh, ich habe den Käfer zertreten. Cool. Falsche Tür. Gut, dann war es hier. Dass wir eigentlich eine Münze mit irgendwie noch alte Frau fanden oder so. Aber es sind ja auch nur drei Münzen, ne? Lesen wir uns nochmal den Hinweis durch. Ich meine, verkehrt machen können wir eigentlich nichts. Wir können ja auch alle Münzen wieder entnehmen, wenn wir was falsch machen. So, nochmal lesen. Zur Rechten ist die Frau. Zur Linken ist der Mann. In der Mitte kriecht die andere. Jetzt bleiben nur noch zwei Plätze. Doch habt nun keine Angst. Das Puzzle ist fertig. Das Puzzle ist fertig. Ja, ist ja eigentlich nur von dreien die Rede, ne? Eins, zwei, drei. Ja, genau. Nee, wir haben alle Münzen, tatsächlich. Okay. Dann wollen wir doch mal einsetzen. Nochmal prüfen. Ja, guck mal, ist da eine Frau drauf? Genau, dieser Häftling sieht aus wie eine Frau. Siehste, da haben wir's doch. Und ich mach mir hier einen Kopf wegen nix, echt, ey. So, die Frau. Ja, in welches Loch? Ganz rechts. So. Der Mann muss ganz links. Und in der Mitte, da kriege ich dann halt die andere. Nein, ich wollte nicht Licht ausmachen, verdammt. Ist eigentlich relativ easy. Wenn es jetzt falsch ist, dann stehe ich mir im Hals. Ah, seht mal. Schlüssel zum Haus Lane. Okay, Schlüssel zum Haus Lane. Wo ist denn das? Mal eben gucken, den Schlüssel können wir doch bestimmt noch mal prüfen. Hier, Schlüssel zum Haus Lane. Er war im Münzenrätseltisch. Hast du toll beschrieben, James. Auf dem Zettel steht Lane oder Line. Prüfen. Das muss der in der Nachricht erwähnte Schlüssel sein. Dort stand, dass er bei Onkel David... Ah, ja. Ja, stimmt, ja. Hatte ich gerade auch noch so überlegt, als ich gerade nachgeguckt habe, so von wegen, er könnte eigentlich der von Onkel David sein, aber... Naja. Onkel David war wo? Der war eine Etage tiefer, ne? Ja, ich glaube schon. Beziehungsweise höher. Nee, klar. Wir sind ja jetzt ganz unten. Wupp. Ach ja. So. Genau, bei Onkel David im ersten Stock ist der hinterlegt, wo war ja auch auf der Nachricht, genau. So, dann können wir jetzt da zu Onkel David mal hin. Ich meine, nicht zu Onkel David, sondern da, ne? Ihr wisst schon. Gut. Sehr schön. Was haben wir denn hier drin? Ja, schön. Warum ich lache, das, ja. Es hat einen ganz bestimmten Grund. Weil ich hier an was Bestimmtes denken muss. Hier fühle ich mich extrem jetzt an das Let's Play von Andy Vanya erinnert. Der wirklich ein geniales Let's Play auch mit sehr viel Hintergrundinformationen zu diesem Spiel halt abgegeben hat. Und diese Stelle, die hat mich da an den lustigsten Part des ganzen Let's Plays gerade erinnert, wo er, ja, ich will nicht spoilern, ihr werdet es gleich halt bei mir sehen. Aber ich werde nicht so failen wie er. Aber er hat auch auf schwer gespielt, glaube ich. Kommt noch dazu. Was? Hier steht nichts, nee, Quatsch. Hier sieht, Mano, hier sieht nichts aus, als könnte es irgendwie nützlich sein. Aber da auf dem Bett ist was. Auf dem Bett ist was. Ich sagte, auf dem Bett ist was. Darf ich mal bitte? Dankeschön. Schlüssel zur Apartmenttreppe. Genau, das ist es. Und da liegt doch noch ein Zettel. Warum darf ich den Zettel nicht lesen? Den Brief. Da ist doch ein Brief. Warum darf ich den nicht lesen? Dieser Brief wird nicht leicht zu erreichen sein. Warum kann ich den Brief nicht lesen? Ich kann nicht lesen. Nee, ernsthaft. Ich möchte den Brief gerne lesen, der da liegt. Mano. Ich meine,
sieht ihn euch an. Aber James guckt auch nicht dahin. Anscheinend ist er nicht für uns bestimmt. Eine Tür. Eine Tür, die aber kaputt ist. Wir speichern mal. Und beenden dann auch damit hier den Part, würde ich mal sagen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, James, du guckst sehr schön. Gut, Leute, dann werde ich jetzt hier mal den Part, wie gesagt, beenden. Und, wie ihr vielleicht gemerkt habt, also ich will mir wirklich Mühe geben, euch so viele Hintergrundinformationen wie möglich über dieses Spiel zu geben. Aber ich kann nur wirklich nochmal herzlichst auf Andy Vanya zeigen, in dieser Hinsicht, sage ich mal. Also wenn ihr richtig, richtig, richtig viele Infos über das Spiel haben wollt, sage ich mal, denn ich kann euch leider nicht alle nennen, dann schaut euch auch gerne mal neben meinem Let's Play auch das von Andy an. Das war eins seiner ersten, das war total süß, wo er noch nur 28 hatte. Ich meine, inzwischen hat er auch keine Ahnung wie viele, also er ist eigentlich schon ziemlich berühmt inzwischen geworden, würde ich mal meinen. Super witzig, super cool und einfach nur wirklich, der weiß über jedes Monster Bescheid, was das darstellen soll und was der Name Sunderland auch bedeutet hier von unserem James und alles mögliche. Der hat auch eine super Story-Interpretation gemacht, das hatte ich glaube ich schon mal in einem Part erwähnt, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und die Story-Interpretation werde ich auf jeden Fall am Ende des Let's Plays verlinken. Weil die solltet ihr auf jeden Fall euch angucken, weil, naja, besser als er kann ich es auch nicht erklären, ganz ehrlich. Und da werden auch nochmal alle Endings am Schluss gezeigt, denn es gibt sehr viele verschiedene Endings hier bei Silent Hill 2. Sehr viel mehr als bei Silent Hill 3. Da gab es ja nur das gute Ending, das Bad Ending und das UFO Ending. Und hier gibt es sehr viel mehr Endings. Und ja. Deswegen, guckt doch auch einfach mal bei dem großartigen Andy Vanya vorbei. Ihr werdet es nicht bereuen. So, aber das soll es erstmal von mir wieder gewesen sein, wie gesagt. Ne? Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und gefallen. Schaut beim nächsten Mal auch wieder vorbei. Das würde mich sehr freuen. Und hinterlasst mir bitte ein Däumchen nach oben und einen netten Kommentar. Oder zumindest eins von beiden. Das wäre ja auch schon mal eine feine Sache. Und ja, ich kann schon mal so viel verraten, im nächsten Part gibt es einen spannenden Bossfight. Deswegen, es lohnt sich wirklich wieder einzuschalten. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.